Bezirksliga. Und zwar, wir gehen zum FC Viktoria Birkesdorf. Heute auswärts angetreten in der schönen Eifel, besser gesagt bei Rot-Weiß Arem. Viele Tore wurden da, sag ich mal, notiert. Nach 90 Minuten waren es insgesamt 7. Wie viel hat Birkesdorf? Dazu mehr mit dem sportlichen Leiter Willi Kirschbaum. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jochums. Hätten Sie gerne eine Antwort zu der Frage oder wollen Sie erstmal weitermachen? Nee, ich möchte jetzt gerne wissen, wie viele Tore Birkesdorf mit nach Hause genommen hat. Sie haben gut lachen, also das heißt wahrscheinlich die Mehrzahl. Ja, wir haben von den 7 Toren 4 gemacht. Ja, also den Sieg mit nach Hause genommen. Richtig. Wie ist es denn grundsätzlich dort heute gelaufen? Es gab ja, sag ich mal, viele Aktionen. Es gab auch, sag ich mal, viel Platz am Ende auf dem Spielfeld. Auf beiden Seiten, Sie haben noch lachen, Sie können noch lachen. Gehen wir mal in der ersten Halbzeit, 45 Minuten, da stand es ja nur 1-1. Ja, ist richtig. Aber ich habe gut lachen, weil, wie gesagt, wir spielen eine Saison, die ist schon bemerkenswert. Ich denke mal, wenn man Birkesdorfer Fan ist, kriegt man schon vieles geboten. Es wird absolut nicht langweilig. Erste Halbzeit, ganz ehrlich, war von uns richtig schlecht. Wir machen zwar irgendwann mal durch eine gute Kombination ein schönes 1-0 durch Nico, aber haben sonst im Spiel nicht allzu viel zu bieten, lassen immer wieder Arm in Konter reinlaufen. Da hatten wir teilweise auch ein bisschen Glück. Aber ganz ehrlich, das Ganze in der ersten Halbzeit war mega fragwürdig, zum Teil auch das Verhalten der Mannschaft. Wir bekamen dann auch eine rote Karte wegen Nachtretens. Eine leicht ungewöhnliche Situation. Ich kann den Schiedsrichter aber irgendwo verstehen, dass er das so entschieden hat. Es war ein Kontakt, es hörte sich seltsam an. Es war danach auch ein Geschrei des Gegenspielers. Ja, erste Halbzeit, ganz ehrlich, Schrott. Ja, aber mit einem Unentschieden in die Halbzeit und zur zweiten Halbzeit mit Unterzahl ist natürlich für den Trainer und für den sportlichen Leiter natürlich eine Herausforderung, auswärts denn etwas mit nach Hause zu nehmen. Ja, es gab zur Halbzeit auch eine kleine Kuriosität. Der erste Vorsitzende, Totti Thorsten Heinen, hat sich eingeschaltet, hat der Mannschaft noch ein bisschen Gas gegeben, hat ein bisschen verbal ausgeholt, dadurch, dass beide Mannschaften auf dem Platz geblieben sind, weil das Wetter war schön, war das natürlich extrem laut und. Ja, gut, ich denke, unser erster Vorsitzender hat ein bisschen Wut, der musste was loswerden, danach ging es ihm hoffentlich auch etwas besser. Im Grunde kann man behaupten, dass das vielleicht sogar heilsam war, aber das haben wir ja gegen Hillal genauso gesehen. Was unsere Mannschaft in der Lage ist, mit 10 Mann zu spielen, das ist schon, ja, Wahnsinn. Also unglaublich, auch bei dem warmen Wetter heute. Unfassbar, was die Heinis mit 10 Mann teilweise in einer zweiten Halbzeit abliefern. Und es waren ja heute definitiv 60 Minuten, einer weniger. Ja, 60 Minuten, einer weniger. Und der Gastgeber ging in Führung und da wurden natürlich Alarmzeichen noch mehr gesetzt, wahrscheinlich von der Birkesdorfer Seite. Ja, es gab leichte Diskussionen innerhalb der Mannschaft Richtung Schiedsrichter, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich nicht. Das Schiedsrichtergespann war, wie es so ist. Mal hat man Glück mit Pfiffen, mal Pech. Wir lagen 2-1 zurück. War eine unglückliche Situation, wie das gelaufen ist. Aber die Mannschaft von uns ist mit 10 Mann permanent angerannt gegen Arm. Irgendwie ist denen auch mit 11 Mann so ein bisschen die Luft ausgegangen. Keine Ahnung, was da los war. Wir sind immer weiter angerannt und haben dann das 2-2 durch Lukas, meinen Sohn, Distanzschuss, sehr schön, volle Pulle in die Ecke aus 16 Metern. Dann Nico mit einem Wahnsinnsfreistoß rechts oben in den Knick zum 3-2 und dann macht Presley Lubasa nach einem wunderschönen Konter ein typisches Presley-Tor. Er lässt den letzten Mann aussteigen, er lässt den Torwart aussteigen und lupft ihn über den Torwart dann noch so seitlich in die Ecke. War ein prima Tor. Da führten wir 4-2 und haben uns alle draußen nur angeguckt und haben gedacht, hä, wie kann das denn immer so sein? Erste Halbzeit 11 Mann, schlecht. Zweite Halbzeit 10 Mann, top, super. Also wirklich, da waren auch nicht mehr viele Motzereien und Labereien, weil die mussten ja mit 10 Mann wirklich jegliche Kraft benutzen, um überhaupt zu bestehen. Und das haben sie toll gemacht.
Ja, aber der Gegenschlag kam nochmal zustande. Es wurde nochmal richtig eng in den letzten 10 Minuten. Jan Moritz vom Gastgeber brachte nochmal den Anschluss zum 3:4 und dann waren noch 10 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Da war also noch einiges möglich. Aber dann kam nochmal eine gelb-rote Karte ins Spiel. Ja, das 4-3 war so eine Sache, wo ich sage, ich meine, der Torwart, der Max, hätte das Ding in der Hand gehabt und der Stürmer hat ihn aus der Hand gespitzelt. Okay, passiert die Szene, will ich auch nicht weiter bewerten, war zu weit weg. War eine unglückliche Situation, die wir da bekommen haben zum 4-3. Das wird natürlich ein bisschen spannend, aber da hat Arm hatte ja in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so viel. Die hatten dann noch eine Chance zum Schluss, die dann Max Rogge wieder toll gehalten hat mit einer Fußabwehr. Und die Situation mit der roten Karte bei dem Torwart war einfach so, der kam angestürmt an den 16er-Raum, kriegt den Ball an die Brust, nimmt ihn mit der Hand, stürzt aus dem 16er raus und schlägt ihn nochmal mit der Hand weg. So, dann waren sich die Schiedsrichter kurz am Unterhalten und dann musste einfach aus der Situation heraus der Schiedsrichter für den Torwart rot geben. Ja, weil es war eine enge Situation, wo unser Spieler hätte noch an den Ball kommen können und dann wäre er alleine vom Tor gewesen. Und deswegen hat der Schiedsrichter dann auch, finde ich, zu Recht rote Karte gezeigt. Ja, dann gibt es noch zwei Besonderheiten. Sie haben es angesprochen, der Nico heute doch mit 2 Toren erfolgreich, Platz 3 in der Torschützenliste. Also er ist nah dran, vielleicht doch noch die Kanone zu bekommen. Man hört immer wieder hin und wieder schon mal, dass er schon mal Abwanderungsgedanken vorschlägt. Aber heute kam ja die nächste Nachricht, Preßler Lubasa auf Abschiedstour beim FC Viktoria Birkesdorf. Ja, das hat er mir heute mir und dem ersten Vorsitzenden bekannt gegeben. Es ist in FUPA auch zu lesen, dass Preßler Lubasa als Spielertrainer und Olli Hamboch als Trainer nach Merzenich nicht wechseln werden. So konnte ich es eben in FUPA lesen. Und Bei Nico, der Torjäger Nico. bei Torjäger Nico kann ich Ihnen sagen, genauso wie bei Stammer, die haben mir beide letzte Woche per Handschlag zugesagt, dass sie nächste Saison Birkesdorfer Jungs sind. Weiterhin auf Erfolgskurs mit der Viktoria und wir sagen nach dem 25. Spieltag Platz 5 als Aufsteiger sensationell. Was kann man noch besser machen in Birkesdorf für die nächste Saison? Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen disziplinarisch vielleicht noch mal ein bisschen die Mannschaft einschwören mit dem neuen Trainer, den wir nächste Woche bekannt geben werden. Wir müssen gucken, dass wir die Trainingsinhalte ein bisschen verändern. Ja, man kann immer wieder vieles verbessern und ändern und da sind wir auf einem guten Wege mit vielen Gesprächen. Ich werde Sie da, Herr Jochums, als allerersten an Bord ziehen, werde Sie nächste Woche intensiv informieren, was bei uns passieren wird. Und ja, ich will noch nicht zu viel sagen, weil die Gespräche sind noch nicht komplett abgeschlossen. Also große PK am kommenden Wochenende beim FC Viktoria Birkesdorf mit dem sportlichen Leiter Willi Kirschbaum. Für das heutige Gespräch vielen Dank, schönen Abend und vielleicht noch einen Glückwunsch zum deutschen Meister. Ja, bestelle ich gerne. Also es ist mal toll für Deutschland, dass es mal nicht der FC Bayern ist. Ich bin zwar Bayern-Fan, wenn es international ist, da halten sie für Deutschland immer die Fahne hoch. Es freut mich immer, wenn sie gute Spiele abliefern, aber für die Bundesliga ist es mal richtig gut, dass es mal ein anderer ist. Und wenn man sieht, wie Bayer Leverkusen das diese Saison abgeliefert hat, sensationell. Herzlichen Glückwunsch.